Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zur Buchvorstellung Rezension von Grimm von Christoph Marzi. Das Ganze ist aus dem Heine Verlag, hat 560 Seiten und ist in dem Fall ein Hardcover, also was ich gelesen habe, und ein Urban Fantasy. Das Taschenbuch kostet 9,99 €, das E-Book 8,99 € und das Hardcover ist nur noch gebraucht erhältlich. Genau. In Grimm geht es um die 17-jährige Vespa Gold. Vespa führt ein sehr einsames Leben, denn ihre Eltern sind viel beschäftigt und haben sehr wenig Zeit für ihre Tochter. Doch schon bald passiert ein Unglück und ihre Eltern sterben bei einem mysteriösen Unfall kurz hintereinander. Und Vespa ist ab dem Zeitpunkt dann auf sich ganz allein gestellt. Es wird dann natürlich auch immer mysteriöser, denn dieser Unfall stellt sich dann heraus, dass es doch kein Unfall war, sondern eher Mord an ihren Eltern, und ein fremder Mann verfolgt Vespa, und überall in der Stadt tauchen schwarze Wölfe auf, die nicht so aussehen wie normale Wölfe. Und als Vespa zu allem Überfluss auch noch von einem dieser Wölfe gejagt wird und fliehen muss, nimmt das ganze Schicksal eben seinen Lauf, und Vespa kommt einem sehr alten Familiengeheimnis oder überhaupt allgemeinem Geheimnis auf die Spur. Doch Vespa ist nicht ganz so allein, wie sie denkt, denn auf ihrer Flucht trifft sie auf den jungen Leander, der das gleiche Schicksal teilt wie sie, und die beiden tun sich natürlich zusammen und bestreiten dieses tolle magische Abenteuer gemeinsam. Was es mit den Gebrüdern Grimm, den anderen Märchenwesen und schlafenden Kindern auf sich hat, das müsst ihr natürlich selbst lesen. Mir hat das Ganze richtig, richtig toll gefallen. Es hat 5 Magiepunkte bekommen. Ich habe das Ganze auch zusammen mit der lieben Steffi von Steffis kleiner Bücherexpress gelesen. Und ihr hat es genauso gut gefallen wie mir. Ich verlinke sie mal euch unten, und vielleicht hat sie bis dato auch schon eine Rezension online von diesem Buch. Falls sie eine macht, das weiß ich natürlich nicht, werde ich die natürlich auch verlinken. Christoph Marzi hat hier einen hammermäßigen Schreibstil, einen spannenden, märchenhaften, gewaltigen, mitreißenden Schreibstil. Dieses Buch, hätte ich das jetzt nicht mit der Steffi zusammen gelesen, wir haben jeden Tag 100 Seiten gelesen, hätte ich das wahrscheinlich durchgesuchtet. Man konnte einfach durch diesen Schreibstil und diesen Spannungsaufbau in der Geschichte und diese tollen Protagonisten einfach nicht mehr aufhören zu lesen. Diese Seiten sind nur so dahingeflogen, wie so Butter. Das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Hatte ich schon lange nicht mehr. Es ist ein richtig klasse Buch. Auch die Story-Elemente und die ganzen Märchenelemente, die hier verbunden sind, sind einfach toll dargestellt worden. Und die Protagonistin Vespa ist auch eine tolle Protagonistin. Sie ist nicht dieses naive Ding, was öfters mal in solchen Büchern eben vorkommt. Sie hat tough, sie weiß, was sie möchte, und natürlich hat sie auch ihre Probleme, aber sie ist halt keine, die so rumjammert und mimosenhaft ist, sondern sie... Ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Sie ergibt sich ihrem Schicksal eben hin und sagt so, ja, jetzt ist es halt so und jetzt muss ich das Beste draus machen. Und das fand ich halt einfach klasse. Auch Leander, der Zweitprotagonist, ist auch ein toller Charakter. Er ist witzig und ist nicht so der, ja, dieser muskelbepackte Held, den sich immer alle so in den Büchern vorstellen, sondern er ist halt einfach irgendwie so ein bisschen nerdig einfach, finde ich. Also so ein kleiner Nerd eben. Und, hat aber trotzdem einen gewissen Pep und ist einfach liebevoll. Er kümmert sich auch sehr um Vespa und baut sie immer wieder auf, wenn sie doch mal am Boden ist. Und die zwei ergänzen sich eigentlich sehr, sehr, sehr gut. Auch die anderen Charaktere, die hier vorkommen, sind richtig toll ausgearbeitet worden. Jeder ist individuell und sie bleiben einfach einem im Kopf hängen, und man vergisst sie nicht so schnell. Auch die ganze Welt, die hier der liebe Herr Marzi dargestellt hat, fand ich klasse. Sie haben halt die Gebrüder Grimm, die Märchen von den Gebrüdern Grimm ein bisschen mit eingearbeitet, aber es ist trotzdem, also Märchen mal anders, Märchen mal düster. Es sind düstere Märchen, und dass Märchen nicht die heile Welt immer sind, wird hier gezeigt. Nichtsdestotrotz
Das Ende hätte ich mir gerne ein bisschen anders gewünscht. Es war ein sehr unerwartetes Ende. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so endet. Und ja, mehr werde ich dazu nicht verraten, denn das müsst ihr schon selber lesen. Mir hat das Ganze, wie gesagt, wirklich sehr, sehr gut gefallen und der Schreibstil ist einfach der Burner. Und ich werde mir auf jeden Fall noch das ein oder andere Buch von Christoph Marzi einverleiben. Das nächste, was ich mir jetzt zur Hand nehmen werde, ist auf jeden Fall Lucidas, die uralte Metropolenreihe, und da freue ich mich auch schon drauf. Aber dieses Buch, jeder, der auf Urban Fantasy und Märchen steht, ist bei diesem Buch definitiv richtig. Allerdings muss er damit reingehen, dass diese Märchen hier, die dargestellt werden, also die Stücke, die aus den Märchen hier vorkommen, nicht diese heilen Märchen sind, die man sich so vorstellt. Das ist, der Leser wird überrascht auf jeden Fall. Er wird überrascht in diesem Buch. Also mir ging es so. Und das Buch ist echt wirklich richtig schön spannend und auch mit dem Geheimnis, auf das sie auf die Spur kommen, ist halt einfach klasse gemacht. Und ja, ich empfehle dieses Buch wirklich weiter. Es ist wow, 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 wow. Also ich habe in letzter Zeit echt einige Bücher gelesen und dazu gehört dieses dazu, das, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und ich glaube, es wird auch nochmal ein Highlight werden. Also es ist definitiv für mich ein Highlight. Ich könnte mir vorstellen, dieses Buch irgendwann nochmal auf jeden Fall zu lesen. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich habe euch vielleicht ein bisschen neugierig machen können. Und wenn ihr das Buch schon gelesen habt, schreibt mir doch in die Kommentare, wie ihr das so fand und gefunden habt. Vor allem, wie ihr das Ende gefunden habt. Da bin ich schon sehr neugierig drauf. Gerne auch über Privatnachricht, über YouTube, weil wir wollen ja nicht die anderen spoilern. ja, und lasst uns einfach ein bisschen quatschen, sonst hätte ich bald einen Faden verloren. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und liebe Lesegrüße, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss.